Hey Freunde, was los und willkommen zu Let's Play Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast One Life Challenge Part 3 schon. Ja, wir haben so lange überlebt, jetzt schon eine halbe Stunde. Und Jan hat gerade die Tür aufgemacht zu einem Nebenraum, Nebensektion oder sowas ähnliches. Das ist da, aber da sind so viele Sturmtruppler drin, ich habe da richtig Angst, da reinzugehen. Und Offiziere sind da auch drin und die haben auch unglaublich viele, unglaublich gute... ja, Schussstärke oder Lebenspunkte oder wie man das auch nennen kann. Diese Offiziere sind so irre stark. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ich werde auf jeden Fall nicht hier rein spazieren und dann mich in diesem Raum hier verstecken. Weil, wenn man die anschießt, ich habe genug Munition, das mache ich hier, dann werden die so geschützt und dann springen diese Munitionsteile von roter Scheibe zu roter Scheibe. Und das ist katastrophal. Für einen, selbst wenn jetzt da ganz viele Soldaten im Raum stehen und schießen, dann kriegt man definitiv Schüsse ab, egal wo man steht. Und deswegen werde ich mich dann da drin verschanzen und versuchen, die alle auszuschalten. Hoffentlich wird Jan nicht mit Leidenschaft gezogen. Und das werden wir jetzt durchziehen. Oh shit. Haben sie mich schon gesehen? Und jetzt muss ich aufpassen. Ach komm. Ja, komm. Lauft alle zu mir hin. Dann kann ich euch ganz einfach abknallen. Shit. Okay, da wurde ich jetzt gerade getroffen. Oh, come on. Puh. Okay. Wo steht ihr alle? Oder beziehungsweise, wo seid ihr jetzt alle tot? Einer ist garantiert wieder hier in der Ecke. Nee, ist nicht. Na, wartet mal kurz. Ich glaube, das Ton ist gerade ein bisschen leise geworden. Das werde ich jetzt mal ein bisschen hochschrauben. Genau. Ich habe sowieso Soundprobleme. Aber es waren nicht alle. Es sind nicht alle tot. Das weiß ich ganz genau. Da sind noch mehr in diesem Raum drin. Die es vielleicht nicht bemerkt haben. Und geschlafen haben oder so. Ja. Aber den habe ich doch mal gut bekommen. Was mich gewundert hat, ist, dass sie in diesem Raum waren und nicht Jan umgebracht haben. Warte. Ah, jetzt läuft er wieder hin. Das nenne ich mal einen richtig guten Bug. Weil da ist er definitiv alleine. Und das nennt man natürlich auch einen guten Bug. Ihr seht schon, da sind so viele Sturmtruppler, die hätte ich niemals umbringen können, alle. Wenn ich in diesen Raum gegangen wäre. Und das wirklich so versucht hätte auf, ja, Kamikaze-like. Da... Chaos zu stiften. Jan ist ernsthaft nicht tot? Boah, what the hell. Es kann auch sein, dass sie sich selbst verteidigt, wenn sie angegriffen wird. Und deswegen noch lebt. Weil Jan ist auch sehr, sehr stark. So. Aber da werden immer noch Sturmtruppler drin sein. Das befürchte ich zumindest. Aber jetzt habe ich zumindest wieder 50-50. Also 50 Lebenspunkte und 50... Da ist noch einer. Nein, alle tot. Das ist, nenne ich mal, richtig gute Arbeit. Also momentan läuft es einfach nur genial. Und hier ist auch der zweite Code, der grüne Code. Zack. Jetzt brauchen wir nur noch den roten Code in der roten Sektion. Die grüne Sektion, kann ich euch schon mal beruhigen, war die allerschwerste von den dreien. Wegen dieser Szene hier gerade, die ich sehr gut gelöst habe, meiner Meinung nach. Aha. Aber kein falscher Stolz, noch bin ich noch lange nicht durch. So, und jetzt wird es in die dritte Runde gehen. In die dritte Sektion, in die rote Sektion. Und da ist auch wieder dieser Typ. Und da ist auch wieder dieser Raum, in den ich mich wieder verschanzen möchte. Und dazu werde ich den jetzt hier umbringen.
So, und noch einen Bacta-Kanister aufsammeln. Damit habe ich dann wieder zwei Bacta-Kanister, falls ich im dicken Gefecht stecke. Wie ihr schon seht, hier sind kaum Sturmtruppler, glaube ich. Da oben stehen, glaube ich, zwei, aber mit denen würde ich fertig werden. Aber die werde ich aus dem Hinterhalt angreifen. Und nicht so... Ja. So, nice. Also, zum Glück ist die Key noch nicht so gut. In diesem Spiel von 2002. Sonst wäre wirklich Ende im Kalender, Feierabend. Und zwar schon lange. Und da oben werden auch noch, so, wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, zwei Sturmtruppler stehen. Aber mit dem müsste ich auch fertig werden. Ah, come on. Ah, die halten so viele Schüsse ab. Oder ich treffe einfach nicht. Ich weiß nicht genau was. Ich glaube, die halten auch viel ab. Aber okay, da ist noch eine kleine Schildenergie. Hier gibt es jetzt ganz viele... Lol. Ganz viele Orte noch, wo ich noch ein Soforthilfpaket habe. Oder eine kleine Schildenergie. Und, oh mein Gott, ich erinnere mich gerade, das wird jetzt auch wieder eine sehr, sehr, sehr schwere Aufgabe. Und zwar werde ich gleich da hinten diesen Knopf umlegen, dann werden hier wieder Offiziere und Sturmtruppler kommen. Und ich habe keine Thermaldetonatoren mehr, die ich dann in den Raum werfen könnte. Papp. So, jetzt kommen sie auch schon gleich. Also jetzt wird dieser Stab runtergefahren und jetzt kann ich die Codes eingeben. Den blauen und den blauen Code und den Dingsens Code, den grünen Code habe ich ja schon. So, der ist tot. Ich darf bloß nicht runterfallen. Ich glaube, den Offizier habe ich schon umgelegt. Sehen die mich überhaupt? Oh, ich liebe diese Fehler in dem Spiel. Na, so ist es natürlich einfach. Aber das habe ich jetzt nicht so erwartet. Ja, ich habe den sogar schon umgelegt. Tja. Da habt ihr alle wohl ein bisschen gepennt, ne? Dann werde ich hier runterfahren. Erstmal quicksaven wieder, falls wieder ich durch irgendeinen Bug sterbe oder so. Ich glaube nämlich, bei mir ist das relativ häufig der Fall. Und jetzt... Kommen wir hier hin. Den können wir umlegen. Und ich glaube, da ist noch ein zweiter, aber das ist kein Problem. Weil den werde ich auch von hinten nehmen. Aber nicht so, wie ihr es jetzt vielleicht denkt. So, zack, 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 zack. Und du bist auch tot. Ich habe zwar einen Schuss jetzt abbekommen, aber weil hier noch zwei Bacta-Kanister drin sind, ist es kein Problem. Ich habe nämlich dann, oh, vier Bacta-Kanister. Vier Stück schon zur Reserve. Das ist natürlich großartig. Und ich glaube gleich... Okay, in den Raum kann ich nicht rein. Ah, da ist noch einer. Der ist mir gerade... Oh. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder. Man muss dann durch diese Brücke da gehen, die dann einstürzen wird. Und man muss dann... auf einer anderen Brücke zurück in diesen Raum rein. Und der wird dann, wie ihr schon seht, mit den ganzen Offizieren, die alle stärker sind als Sturmtruppler, stark, ziemlich, ja, anspruchsvoll. Habe ich noch einen Kanister, wo ich mich aber gerade frage, warum ich 84 Lebenspunkte jetzt habe. 84 Schildenergiepunkte, meine ich. Oh! Holy shit. Da scheint wohl gerade jemand weggefetzt worden zu sein. Und du kriegst Schüsse ins Knie. Das bringt dich auch auf Dauer um. Oh, come on. Und schon hat er mich wieder erwischt. Und 30 Schild... Oi. Aber die... Oh, das zockt viele Lebenspunkte. Wow. Okay, kann ich den von hier treffen? Nee, muss ein bisschen weiter nach vorne. Ah.
Hier ist aber auch noch eine Munition. Uah. Hab keinen Bock, durch den zu sterben. So. Oh, come on, das kann ja nicht wahr sein. So. Und jetzt ist die Situation folgende. Man muss da durch. Und weil das hier Leck geschlagen hat, wird das dann hinter einem, glaube ich, explodieren. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir sowas von nicht sicher. Deswegen werde ich jetzt nochmal aus diesen 36 Schildenergie mehr Schildenergie machen. Falls dann auch vielleicht noch Sturmtruppler kommen auf der anderen Seite. Wo war dieses Teil? Da war dieses Teil. Genau. Ich wundere mich total. Eigentlich kann ich maximal 50 bekommen in Schildenergie. Guck mal hier, ich kann das nicht aufsammeln. Aber als ich diesen Kanister da eben benutzt habe, hatte ich dann plötzlich 84. Das muss ein Bug im Spiel gewesen sein, der aber für mich positive Auswirkungen hatte. Deswegen nehme ich das einfach mal so hin. Ist auch klar. Und ja, dann werde ich jetzt mal über diese Brücke laufen und beten, dass ich damit keinen Fehler mache. Ich weiß nämlich nicht genau, ob das richtig ist. Shit. Och ja, es war richtig. Und jetzt wird diese Druckwelle da durch dieses Teil gehen und ich werde dann da stehen mit dem Rücken zur Schlucht. Genau. Und so war das. Oh. Wie ihr schon seht, übelst knapp gewesen. Und ja. Damit sind wir auf der anderen Seite von dieser Sektion. Wo bin ich? Wo bin ich? Ich weiß gar nicht genau, ob jetzt hier Sturmtruppler kommen oder ob hier Drohnen kommen, die einen angreifen. Ich bin mir nicht sicher. Ach ja, genau, diese Drohnen. Da ist die Drohne. Aber die sind... Oh, jetzt hat sie mich gesehen. Ah, die sind ungefährlich, weil die backen auch rum. Hier. Jetzt können sie mich nicht angreifen, weil natürlich, sie sind hinter der Scheibe. So, und dann werde ich den mal erledigen. Und diesen Drohnentyp hier auch. Uah, da ist ja noch ein dritter. Den habe ich gar nicht gesehen. Die machen mächtig viel Schaden, deswegen habe ich mich so erschrocken auch. So. Erledigt. Mann. Bei denen braucht man ziemlich viele Schläge, um die loszuwerden. Schüsse meine ich. Jetzt werde ich hier hochfahren. Alter, ist das hier dunkel. Und meine Munition aufladen an diesem Munitionskanister, der ist gelb. Und was ist das hier für eine Sektion? Ich glaube, das ist eine, wo man nur sterben kann. So, ich werde den zwar totschießen. Ich habe auch thermal die Detonatoren aufgesammelt, aber da würde man nur sterben. Das ist sozusagen Verarsche von dem Teil, von dem Spiel. Die wollen sozusagen, dass man einen Fehler macht. Man muss aber hier hoch auf die Sektion rauf. Auf dieses Gebäude, auf den gesamten Gebäudekomplex muss man rauf. Es fährt jetzt hier hoch. Und was ich jetzt habe, ist wieder dieses Teil, wovon ich im ersten Part davon geredet habe, dass ich diese Teil kaputt schieße. Das habe ich jetzt auch gemacht. Ich sehe auch nichts mehr. Ansonsten. Alter, ist das hier dunkel draußen. So. Aber das war es dann auch schon von diesem Part her. Ich werde dann weitermachen im nächsten Part, im vierten Part von Let's Play Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast 1 Live Challenge. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.